Der Karlsruher SC präsentiert Wildpark TV. Powered by Baden TV. Ingolstadt ist die beste Mannschaft der Liga. Oder drohen oben in der Tabelle, schauen auf die anderen herab und dementsprechend rechnen wir ja mit einem ganz harten Spiel für uns. Das haben wir hier gesehen, auch beim Heimspiel, eine Mannschaft, die über sehr viel Qualität verfügt, auch im Spiel nach vorne, sehr bewegliche Leute hat, sehr viel unterschiedliche Leute hat, wirklich Möglichkeit hatte auch zu variieren. Eine Mannschaft, die kompakt steht, die natürlich auch bekannterweise gefährlich ist bei Standardsituationen, vor allen Dingen über Pascal. Ja, und das sind schon einige Stärken, die Mannschaft hat, so dass wir wissen, wir müssen wieder an unserem Limit spielen. Wir haben hier gegen Leipzig vieles gut gemacht. Es war insgesamt ein gutes Spiel mit vielen Chancen. Na, und jetzt wissen wir natürlich, dass wir diese Chancen auch nutzen müssen. Wir wollen genauso auftreten. Wir wollen genauso leidenschaftlich und beherzt zu Werke gehen, wie wir das hier getan haben. Ich habe auch im Training den Eindruck, dass die Mannschaft genau da weitermachen will. Ja, und dann geht es in den nächsten Fight, in die nächste Runde. Und wir hoffen natürlich, dass wir diese entscheidenden Momente, die im Fußball halt dann letzten Endes ja, wichtig sind, um zu gewinnen, dass wir die auf unsere Seite bringen. Der kommt in den Kader zurück, ja. Kader? Mhm. Mannschaft vielleicht auch. Na, Buba hat es ordentlich gemacht. Also dann nochmal, man hat schon gemerkt, dass er körperlich noch ein bisschen zulegen muss, dass er aber für den ersten Auftritt, glaube ich, von Anfang an in so einem wichtigen Spiel, in so einem kampfbetonten Spiel vor allen Dingen, das waren ja ganz viele, ganz sehr enge Räume, hat er, finde ich, sich sehr gut geschlagen, worauf man sicherlich aufbauen kann, aber wir wissen auch, dass Manu natürlich da ein bisschen voraus ist. Die letzten Entscheidungen fallen dann noch, letzte Analyse steht noch aus von Ingolstadt. Beides ist möglich. Die Räume sind ein bisschen anders. Ingolstadt steht ein bisschen kompakter, ist ein bisschen, ja, auch gerade hinten eine schwere Nuss. Da werden wir uns die Räume nochmal genau angucken, ob das jetzt besser zu Ray passt oder möglicherweise zu Hiroki oder vielleicht sogar zu Dimi, der auch gut trainiert. Wie man gesehen hat, sind wir da völlig offen und flexibel. Wir richten das an den Spieltag aus. Wir haben gesehen, ja, dass wir damit gut fahren, dass Ray in den Moment gut reingepasst hat, einfach mit dem Tempo da reinzustoßen, weil nur er das so kann. Und dafür haben andere wieder andere Stärken. Ja, natürlich reden wir drüber, ist das ein Thema. Wir blasen das aber auch nicht auf. Wir haben nach Düsseldorf haben wir gezeigt, dass wir gut verteidigen können. Wir haben kein Standardtor mehr zugelassen. Das war auch hilfreich. Man kann auch nicht immer alles verhindern. Aber wir haben es auch schon in der Vergangenheit gezeigt, dass man so besondere Momente, so besondere Spieler ja auch rausnehmen kann, dementsprechend vorsichtig ist in den gefährlichen Zonen und natürlich gut geschlossen auch verteidigt. Der Karlsruher SC präsentiert Wildpark TV. Powered by Baden TV.